Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X. Ja, wir sind hier im Dorf Bisset und ich sag euch mal was. Ich hab schon mal aufgenommen. Und wisst ihr wie lange? Ja, ich hab mir gedacht, komm, nimmst du wieder ein bisschen Final Fantasy auf, vor allem heute hast du richtig viel Zeit, du hast nichts vor, du hast frei, es ist Sonntag, du hast richtig Lust auf Final Fantasy, komm, gib ihm. Nimmst du mal schön auf für euch. Nach 2 Stunden hat mir dann mal mein liebes Autosystem gesagt, du Arschloch, hör endlich auf, ich pack's nicht mehr, ganz ehrlich, ich halt's nicht mehr aus mit dir. Und dann hab ich mir gedacht, komm, es ist gerade eh ein wunderbarer Punkt, wir können Pause machen. Kann ich kurz leveln? No time for lunch yet. Take a nap. You look pushed. Ja, gehen wir mal ein bisschen schlafen. Habe ich mir gedacht, komm, kannst jetzt ein bisschen leveln und danach gleich wieder weiter aufnehmen. Gesagt, getan, kurz gespeichert, die Aufnahmen abgebrochen. You could at least go see how they are doing. We can't interfere, it's a rule. But it's been nearly. Und ja, dann habe ich mir meine Aufnahmedatei von Outer City angeschaut, wollte sie rendern und auf einmal sagt mir Outer City, du übrigens, du bist ein Arschloch und weil du mich so lange hast aufnehmen lassen, höre ich jetzt auf. But it's been nearly. Kurz, die Datei war weg. Been nearly a day already. Perhaps you could go look for us. People are searching for him now. Thank you. Who cares whether he comes back or not? But he might die. Fine, let him. Do you? Walker? Na, wo ist Walker denn hin? Na, wenigstens meine Audacity-Datei hat dann gesagt, ja, okay. Du bist jetzt doch irgendwie, keine Ahnung, ich speicher's dir jetzt doch. Hat mir Outer City jetzt gespeichert, habe ich gedacht, hey, cool, yeah, doch noch geschafft, Outer City mag mich. Ja, habe ich mir gedacht, komm, sicherheitsweise schaust du dir die Outer City-Datei an. Und was hat es mir gespeichert? Nichts. Es hat mir 2 Stunden pures Nichts gespeichert. Ich hasse dich, Outer City. Ein paar Einstellungen jetzt gerne, nicht auf alles nochmal neu aufnehmen, hurra. Aber egal, für Final Fantasy ist das immer okay. Ich meine, Final Fantasy, hey, es ist geil, es ist geil. Is something wrong? The summoner hasn't returned from the trial. Medium? Eh? Well, apprentice summoner, really. Huh? There's a room in there called the Cloister of Trials. Beyond is where the apprentice summoner prays. If the prayer is heard, the apprentice becomes a fully fledged summoner. Remember? So someone is in there somewhere, and they haven't come back out. Right, I got it. A day's already gone by. Is it particularly dangerous in there? Sometimes, yes. Why don't you go in and help? There's already guardians in there. Besides, it's forbidden. Hey, but what if something happens? What if the summoner dies? The precepts must be obeyed. Like I care. Also ganz ehrlich, Spike hat da doch eigentlich einen Punkt getroffen. Ich meine, okay, Leitsätze, in dem Sinne jetzt Gesetze hin und her, ja, sind schön und gut. Maybe this wasn't such a good idea after all. Aber ich meine, wenn Menschenleben auf dem Spiel setzt, dann darf man doch wohl auch mal diese Gesetze vernachlässigen. Oder? Naja, die Hallen der Prüfung. Jener, die nach mystischen Kräften sucht, wird in den Hallen der Prüfung examiniert. Examiniert bedeutet so viel wie, ja, geprüft, sagen wir es mal. Wenn der rechte Weg gefunden, wird jener in die Kammer der Astra geführt. Untersuche mit X jene Stellen, die den Weg offenbaren. Und das ist wirklich so gemeint. Soll heißen, alles was ihr findet, berührt ihr einfach mal. Ein mysteriöses, leuchtendes Symbol. Wir haben keine Ahnung, was passiert, aber wir berühren es einfach mal. Höchstwahrscheinlich schießen giftige Stacheln hervor.
nein, haben wir nochmal Glück gehabt. Keine Stacheln hervorgeschossen. Wir haben das Symbol nur auf die andere Wand übertragen. Dann berühren wir doch mal dieses Symbol jetzt. Stießen jetzt Stacheln hervor. Nein, wieder keine Stacheln. Wieder Glück gehabt. Aber so läuft das hier in diesem Spiel. Berührt einfach alles, was ihr findet. Oh, da haben wir eine hübsche junge Dame. Oh, die muss ich gleich berühren. Nach dem Motto. Von hier an werden Spheroiden benötigt. Spheroid Insignia. Insignia. Ach, du heißt nur Insignia. Ich habe immer Insignia gelesen. Das scheißt doch die Wandlung. Offenbart den Weg zur Kammer der Astra. Der Spheroid Fraktura offenbart den Weg zu verborgenen Schätzen. Zudem wird ein Spheroid von Bisset benötigt. Um einen Spheroid aufzunehmen, musst du deine linke Hand opfern. Sie wird abgeschnitten. Ein Spheroid Insignia mitgenommen. Man kann jeweils nur einen Spheroid auf einmal tragen. So, jetzt ist es passiert. Spike hat seinen linken Arm verloren. Den wird er erst wieder bekommen, wenn wir die Hallen der Prüfung verlassen. Denn sein linker Arm ist jetzt komplett nutzlos. Er kann in seiner linken Hand keinen Spheroiden tragen, da die das erstens so ist, dass er seinen linken Arm jetzt verloren hat. Und zweitens sind die Spheroiden hier so von einer Konsistenz oder Struktur, dass sofort tödliche Stacheln hervorschießen, wenn man sie nur in die linke Hand nehmen will. Deswegen muss man sie unbedingt mit der rechten Hand nehmen. So läuft das hier. In Spira. Linke Hände werden eh überbewertet. Wunderbar, die Tür ist offen und wir nehmen uns gleich hier diesen Spheroiden wieder mit. Um ihn hier gleich wieder einzusetzen. Okay. So, da wollen wir noch nicht rein. Nein, 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 wir wollen erstmal diese Wand hier berühren. Okay. So. Na, hier sieht's mal aus, als ob hier irgendwie das ganze Stromnetzwerk von Bisset wäre. Ja, ich klaue euch euren Strom. Jetzt könnt ihr kein Final Fantasy mehr spielen. Oh, ich bin so böse. So, setz mir hier mal einen Spheroiden ein. Und was passiert? Ta-da-da-da, die Wand ist weg. Ja, diese Spheroiden haben irgendwie magische Kräfte und können auch als Bomben dienen und reißen Wände ohne weitere Probleme ein. Also, ja, das ist bei Spheroiden irgendwie kein Problem. Die werden gerne irgendwie als atomare Sprengkörper hergenommen, weil die einfach alles in die Luft reißen. So, wir schnappen uns jetzt hier den Spheroid Fraktura und holen uns jetzt noch das geheime Item aus diesem Tempel. Ja, in jedem Tempel gibt es ein geheimes Item. Wenn wir den Spheroid Fraktura in die richtige Stelle einsetzen, wie hier jetzt gerade, öffnet sich ein weiterer Weg. Und hier sehen wir schon wieder, wie wir die Spheroiden perfekt als atomare Sprengkörper verwenden können. Brumms! Und weg ist die Wand. Ja, die kann man, wie gesagt, perfekt als Bomben hernehmen. Und ja, dadurch, dass wir den Spheroid Fraktura in die richtige Stelle eingesetzt haben, kommen wir jetzt zu dieser Kiste. Untersuchen wir sie mal, was ist denn schönes? Ein Weisenstab. Okay. Wenn man den Spheroid Fraktura richtig einsetzt, findet man versteckte Items. Ich kann zwar keinen Stab tragen, aber vielleicht bekommen wir mal jemanden, der einen Stab tragen kann. Fakt ist, wir brauchen einfach alle Items der Tempel. Wir brauchen sie, glaubt mir. So, einfach mal den wunderschönen Altar hier geradeaus vorschieben. Oh, und wir bekommen Besuch. It's gotten into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Juhu, Aufzug fahren. Someone is going on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The guardians?
guardians in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we've come this far, might as well go all the way. Genießt übrigens gerade diese Musik im Hintergrund. Sie nennt sich die Hymne der Astra. Die zweitschönste Melodie des ganzen Spiels, wie ich finde. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? Das würde ich manchmal gerne selbst wissen. Hübsches Ding. Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all geezers. Tja, dem ist aber leider nicht so. Oder besser klingt gut. Dein Vorfall ist jetzt erstmal Nebensache. Feiern wir die Geburt eines neuen Mediums. Eigentlich ist es ja gut, dass das Medium nicht so ein alter Opa ist, weil... Naja, also... Das liebe Medium hier ist doch ganz gut anzuschauen, würde ich jetzt mal sagen. Ein süßes Ding. Bin ja schon unterwegs, Wacker. Willst du wirklich mal mit mir reden? Hey. Toll. Eine unsichtbare Wand lässt mich nicht zu dir durch. Ich darf nicht mit dir reden. Dann rede ich ihm von vorne mit dir. Hey, sprich mit mir, sprich mit mir! Idiot. Dann halt nicht. Sag ich meiner Mama. Brums. Ganz cool. Ganz cool bleiben, Walker. Nicht ausflippen.